Laut Verfassung ist es dem US-Präsidenten verboten, Gelder ausländischer Staaten anzunehmen, was aber, wenn Diplomaten in Trumps Hotel absteigen? Diese Frage klärt nun ein US-Gericht auch, beschränkte das Verfahren jedoch auf die US-Hauptstadt. Die Klageführer hätten ausreichend dargelegt, dass der US-Präsident mit bestimmten Einnahmen das Trump International Hotel und dessen Niederlassungen in Washington sowie der Trump Organization gegen geltendes Recht verstoße, begründete der Richter seine Entscheidung. Wir haben die erste Runde gewonnen, begrüßte der Generalstaatsanwalt von Maryland, Brian Frosch. Die Entscheidung, unser Fall kommt voran, auch der Generalstaatsanwaltschaft von Washington D.C. Karl Razin, reagierte erfreut. Trump könne nun für die Verletzung der Verfassung zur Verantwortung gezogen werden, schrieb er bei Twitter. Das Weiße Haus wollte sich nicht zu der Entscheidung äußern, weil es juristische Verfahren grundsätzlich nicht kommentiere. Die Kläger stützen sich auf die sogenannte Vergütungsklausel, Emolumensklausel in der US-Verfassung, die es Regierungsvertretern verbietet, irgendein Geschenk, eine Vergütung, einen Dienst, Titel oder sonst irgendetwas von einem König, Prinz oder ausländischen Staat ohne Zustimmung des US-Kongresses anzunehmen. Maryland und Washington machen geltend, wonach Diplomaten aus Asien und dem Nahen Osten nach eigener Aussage das Trump-Hotel auswählten, um den US-Präsidenten gewogen zu stimmen. Der Golfstaat Kuwait habe seinen Nationalfeiertag in dem Hotel gefeiert und Saudi-Arabien habe Hunderttausende Dollar dort ausgegeben, hieß es weiter. Außerdem wird kritisiert, Trump sei immer noch der Eigentümer der Liegenschaften und sei sich der Einnahmen, die sie ihm einbrächten, wohl bewusst. Quelle: ntv.de.